Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Transport FIFA 2. Wir starten ausnahmsweise jetzt mal im Startmenü, denn es ist das neue Console Edition Update rausgekommen und es gibt ja auch dieses Deluxe Upgrade Pack. Das habe ich mir auch geholt und Teile davon wollen wir uns mal anschauen, aber es sind auch schon in der Basisversion mit dem neuen Update über 85 neue Fahrzeuge komplett neu gemacht worden. Es gibt da neue Features seitens der Konsole, geht auch mit Steam Deck und so weiter. Und ja, was haben wir hier noch mit dabei? Dann neue Sprachen, kürzere Ladezeiten, optimiertere Speicherverbrauch, das ist schon mal sehr gut, eben Deluxe Edition und viele weitere kleine Detailverbesserungen. Bei der Deluxe Edition sind auch drei handgemachte Karten mit dazugekommen und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal an und da zeige ich euch mal, wie man da hinkommt. Wir gehen hier in freies Spiel rein. Dann kommt man hier, das ist ein Karteneditor und dann hat man hier Karten spielen. Da braucht es einen kleinen Moment. Und dann sind es diese drei neu aus der Zukunft hin. Boundless Bay, Kirby Canyon und Vast Valley. Und ich würde mal sagen, wir starten da mal bei Boundless Bay und schauen uns die Karte mal an. Ich meine, das Deluxe Upgrade ist jetzt nicht so teuer. Ich glaube, 6 Franken sind es oder so. Man kriegt diese drei Karten, 6 neue Fahrzeuge, die es aber teilweise eigentlich auch mit Mods gibt. Dann gibt es neue Tiere, Wölfe, Puma und tropische Fische und 2 neue Soundtracks aus den beiden Vorgängern. Also oder mit den Songs von den Vorgängern, bin mir nicht ganz sicher, wie sie das da gemeint haben. Aber nachdem ich den eh chronisch aus habe und mit meiner eigenen Musik platziere, ist jetzt weniger relevant. Ich war jetzt mehr so heiß auf die Karten. Und die sind wirklich toll gemacht. Und da sind wir schon bei der ersten. Vor allem wirklich handgemacht, das ganze Zeugs hier. Sieht schön aus. Da haben wir Port Charles. Cool. Und das ist hier, also gehen wir mal ganz raus. Machen wir mal kurz die Übersicht. Also es ist halt relativ hügelig hier drin. Das ist so quasi der Zulauf da von dem See oder Meer, je nachdem, wie man es sehen will. Also für Bergstrecken wäre das hier ideal. Und sogar die Industrien sind halt noch ein bisschen schön detailliert hier. Da auch voll mit den Bäumen und so. Ja, ist schon cool gemacht. Ja, viel Spaß, wenn man da hinten rein will. Dann haben wir hier Castle Point als Stadt. Da hinten ist Hastings. Da ist sogar wieder ein Tunnel hier drin. Cool. Dann haben wir hier Silverdale. Mit so einem kleinen Zipfel, was hier so rausgeht. Da oben ist dann quasi das Meer. Da hinten hat es sogar eine kleine Industrie. Also da, ja, also mit Flugzeugen und Schiffen und Eisenbahn kann man hier ganz gut was machen. Ich glaube, da wird alles gefordert. Kleinen Burn da hinten. Ja, was? Hammerstone? Wieso? Ja, doch, das gefällt mir. Da ist in Port Charles, wo wir gerade vorher gewesen sind, Queenstown. Da kann man ganz gut eine Eisenbahnlinie machen, da hinten. Ist eine Frage, wie man da runterkommt. Aber wirklich schön gestaltet. Ja, also ich glaube, wenn ich vielleicht eine neue Staffel mache, dann mache ich das vielleicht mal auf einer dieser Karten. Also als Challenge mal. Was auch wirklich schön ist. Sogar da hinten ist eine Industrie. ja, ich glaube, das wird eine Tunnel-Action, wenn man da hin will. Ja, gefällt mir sehr gut. So, ich würde sagen, wir werden jetzt mal hier kurz was basteln. Also einerseits müssen wir mal kurz schauen, ob wir, wobei sind jetzt im Jahr 1930. Ich glaube, wir werden den Mod alles verfügbar reinmachen, sonst sehen wir das nicht. Das machen wir vielleicht bei der nächsten Karte. Wir gehen jetzt nochmal ins Hauptmenü. Freies Spiel. Karte spielen. Dann gehen wir mal Curvy Canyon rein. Und da gehen wir schon mal Optionen. Alles ab 18,50 verfügbar. Bitte, danke. Und starten das Ganze mal. Denke ich auch wieder recht schnell gehen, nachdem ich
keine 700 Mods geladen habe. Muss aber auch sagen, die normale Let's Play-Karte läuft ein bisschen besser, habe ich zumindest das Gefühl. Denn für die neue Episode, für die Episode habe ich ein bisschen was gebaut. Zeige ich euch dann auch. Sehr gut. Oh, schaut euch das mal an, was das denn für ein Canyon ist. Also ich glaube, unseren lieben Nero, dem wird das richtig gefallen. Und hier alles flach oder halbwegs flach. Da könnte man eine richtig geile amerikanische Karte bauen. Wir haben jetzt mal dieser Canyon. Irre. Ja, das ist richtig krass. Wahnsinn, und hier wird es wieder flacher. Schauen wir uns das mal von ganz oben an. Also, Kartenanfang. Dort haben wir noch so einen kleinen Canyon. Ist ein bisschen flacheres Gebiet. Und da geht es dann so richtig nach oben. Wo sich auch hier so dieser Fluss durchschlängelt. Und dann hat man halt hier hinten diesen riesigen Canyon, wo es dann eine Challenge wird, hier irgendwie drüber zu kommen. Wobei, könnte ich eine Eisenbahnbrücke da... Ja, das könnte ich machen. Aber das, glaube ich, ist dann nicht ganz so realistisch. Ja. Okay, na, das macht man vielleicht nicht so. Und aber die Kosten dafür. Holy shit. Ja, doch. Da hatte ich schon auch Spaß. So, die neuen Sachen. Keine Ahnung, machen wir das zum Beispiel hier. Vor allem die Straßenfahrzeuge. Wir machen jetzt hier mal schnell eine kleine Tramlinie. Keine Ahnung. Moment. Werkzeuge. Hier war das. Warte da. Einmal so im Kreis rum. Machen wir hier noch zwei Haltestellen. Einmal da und einmal da. Und ich brauche noch irgendwo was fürs Depot. Heute ist da. Einmal drehen. Eine Linie. Einmal von da nach da. Sehr gut. Und jetzt muss ich kurz schauen. Citroën. Railway Service Tram. Oh, wie heißt das? Toyama. Toronto, ne? Das ist jetzt alles verfügbar. Oh, da sehe ich immer Sachen, die ich sonst noch nicht gesehen habe. Es kommt mir jetzt aber ganz dezent wenig vor. Habe ich da jetzt nur bestimmten Content mit drin? San Diego, Pferdetraum, USA, Swicker, das ist ja alles. Wie gesagt, amerikanisch, aber die Cobra ist nicht amerikanisch. Schauen wir mal kurz die Cobra an, weil ich glaube, das gehört zu dem Modell, was. Wie jetzt? Oberleitung, ja. So, jetzt. Ab zur Linie. Schauen wir uns wenigstens mal die Cobra kurz an. Hat zwar nichts mit dem Deluxe Teil zu tun, aber trotzdem. Okay. Sieht nicht schlecht aus. Gefällt mir. Wir könnten eigentlich mal mit einem Fototool mal ein bisschen näher rangehen. Ja gut, das ist jetzt wegen dem Fototool, aber ja, sieht okay aus. Ja, sogar auf der Seite da mit der Linie dran. Cool. Jetzt müssen wir ganz schnell bei den Zügen schauen. Habe ich da das gleiche Problem. Fahrzeuge kaufen. Das ist halt alles amerikanischer Content. Schade. Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen spielen. Erstens machen wir das in meiner Let's Play-Karte.
Da habe ich eh alles verfügbar. Ach, was eh nicht abreißen. Aber dann schauen wir uns jetzt noch die dritte Karte an und dann gehen wir eben eine Let's Play Karte. Schauen uns alle Sachen an. Beenden. Ins Hauptmenü bitte. Danke. So, Freispiel. Alle spielen. Ich muss mal die ganzen anderen Sachen hier mal anschauen, was ich da nochmal so runtergeladen habe. West Valley. Komm spielen. Express Loading. Nur noch wenige Prozente. schöner Ausblick von hier. Cool. So, wir gehen das erstmal ganz raus und schauen uns das mal an. Also es könnte irgendwie so ein europäisches Gebiet sein. Recht hügelig. Und entschuldigt die Katze im Hintergrund. Wobei, es hat hier ein bisschen flaches Gebiet hier. Ich finde den Namen sehr kreativ. Oh, ja, das ist so... Ich habe eigentlich so eine Art Schweizer Karte draus machen, aber die Karte ist relativ klein. Finde ich ein bisschen schade. Aber ihr seht es rein so von der Topografie her. Ist es schon eine Challenge hier, so ein bisschen in der Bergregion. Also da könnten die Eisenbahnlinien sehr interessant aussehen. Auf jeden Fall nicht einfach, wenn es schön aussehen soll. Das sogar mit Brücke. Porzino. Ja, hat schon was. Ich meine, da ist es ja noch einfach. Das könnte sowas wie die Hauptstadt werden, wenn hier so die Bauernhöfe sind. Wobei, ach so, das Brot bringst du dann da oben hin. Verstehe. Okay. Industrien sind auch nicht schlecht verteilt. Dann wo wäre zum Beispiel Rohöl? Habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Da hinten wäre das. Oder da, von da nach da. Ja, doch. Nicht schlecht. Also eine von diesen Karten werde ich mir auf jeden Fall mal aussuchen und da mal ein bisschen basteln. Andererseits, ich habe es in den Kommentaren auch schon gelesen, wäre eigentlich wie so eine Megacity mal geil. Und dass man dann da um die Megacity ein bisschen was rumbasteln. Das wäre dann Custom City. Finde ich auch nur spannend. Aber ich muss erst mal die jetzige Karte fertig machen. Und ich glaube... Zu der jetzigen Karte werden wir jetzt mal kurz wechseln. Und dann schauen wir uns da die neuen Sachen an. Und ich würde sagen, da gibt es einen kleinen Cut, weil bis das geladen ist, dauert es ein bisschen. Also, bis gleich. Okay, da bin ich wieder, aber nicht auf meiner Karte. Das hat nämlich nicht ganz so funktioniert. Ich habe jetzt einfach meine Karte generiert und habe jetzt mir alle Sachen gekauft, die neu mit dazukommen sind mit dem Early Supporter Pack, beziehungsweise noch dem Deluxe Upgrade Pack. Anfangen werden wir hier mit den Flugzeugen. Da ist einerseits die... da habe ich eine vergessen. Die Lockheed Super Constellation dabei in der ersten Prototypen-Lackierung. Und ich glaube, die schauen wir uns mal ganz kurz an. Dazu muss ich hier noch schnell eine Linie machen. Bram. Wie ist denn die Super Constellation? Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Wirklich ein sehr schönes Flugzeug. Und dann mit dazu kommt die Douglas DC-1030. 60 Leute. Schickt man jetzt auch mal los. Etwas moderner als die hier. Also mit drei Triebwerken sieht das halt schon geil aus. Sehr geil. Schaut mal den Größenunterschied an zu der Super Constellation. Okay, das wäre mal das Neue.
mit den Flugzeugen, dann bei den Bussen und LKWs, da ist einiges dazugekommen. Da ist einerseits der GM Fishbone in der Santa Clara Lackierung, dann haben wir den MAZ 103, den E-Citaro und den Kenworth K100 in verschiedenen Varianten, sowie den Citroën U55 Cursus Citirama. Ich schicke das alle mal hier auf die Linie. Schauen wir uns das mal hier an. Okay. Der gefällt mir. Ziemlich modern. Oh, von dem habe ich letztens auf YouTube ein Video gesehen. So witzig. Aber der Kenworth, der hat was. Also den könnte ich mir auch auf europäischen Karten auch ganz gut vorstellen. Ja, doch. Sehr schöne Modelle. Und bei den Trams gibt es auch was Neues. Und zwar die Toyama 8000. Schicken wir auch mal los. Gut, dann machen wir vielleicht mal ganz kurz Pause. Schauen wir uns die mal hier an. Erinnert mich so ein bisschen an die... Ja, an diese... Wie sagt man denn dazu in Japan? Diese S-Bahnen da. Aber halt nur halt hier in Kurzform. Nette kleine Tram. Hat was. Schöner wegfliegen. Und dann haben wir hier auch bei den Zügen natürlich neues Spielzeug. Und zwar einerseits den TGV. Und zwar Sudest im ikonischen Atlantic Design. Das will ich mal kurz raus. Hab ich da auch keine Linie gemacht. Doch, habe ich. Ah, bitte, fahr mal auf Linie 2. Schauen wir uns dich mal kurz an. Oh, das ist aber hoffentlich ein Sound, oder? Geil. Ja, okay. Das ist der Standard-Fahrsound, aber das Modell an sich sieht eigentlich ganz okay aus. So, das ist der hintere Triebkopf. Boah, mit dem mal ein bisschen mit. Boah, ja, die haben da richtig gut gearbeitet mit den Texturen hier. Ja, bei meiner Karte, glaube ich, dauert es auch ein bisschen, bis ich da modernes Zeugs habe. Ein bisschen neidisch bin ich da auf jeden Fall. Okay. Das ist mal Variante 1. Und der andere, der mit dazukommen ist, wie gesagt, den gibt es auch als in der Mod-Variante, ist der britische HST. Schauen wir mal an, wie sie den modelliert haben. Es sieht gut aus. Mal ganz kurz im Stand. Ja, die Wagen sind wirklich sehr schön geworden. Ja, der Triebkopf. Schade, dass das jetzt ohne Logo und allem ist. Aber schön. Lass mal komplett rausfahren. Und sogar mit Buffetwagen. Sogar die kleinen Details da mit den ganzen Schläuchen und so. Cool. So, der hintere Triebkopf. Ja, wohl. Kann man so lassen. 124 Leute passen da rein. Also in echt passen ein bisschen mehr Leute rein. Aber das kann man ja ein bisschen erhöhen mit Mods. So, ein Bötchen hat es auch. Und zwar ist es diese Meridian Ferry da. Schicken wir es auch mal los. Schauen Sie mal an, was da gleich rauskommt.
Alles klar. Warte mal, ich will mitfahren. Ist auch wieder ein wirklich schönes Modell. Doppeldecker. Ach, und da unten ist der Captain dann drin. Man kann das von beiden Seiten aus steuern. Was mich jetzt interessiert ist, ob diese Klappen runtergehen. Wenn er hier andockt. Machen wir mal kurz mal ein bisschen schneller. So, da Magic seitliche Move hier. Tatsache. Ich meine, es passt halt hier so gar nicht. Aber er macht's. Warte mal, hat das Wasser immer schon so nachbewegt? Sieht gut aus. Ich meine, ich mache recht wenig mit Schiffen, aber sieht echt schön aus. Ja, das ist erstmal das, was so als Neues mit dazukommt. Also neben den ganzen Verbesserungen von den bestehenden Wagen, Bugfixes und auch für Modder, das ist die Liste richtig, richtig lang, die gehe ich jetzt nicht durch, das ist jetzt auch nicht, jetzt nicht so super interessant. Ich würde sagen, das ist interessant, was der Editor hier gemacht hat. Okay. Ist das sonst nur irgendwo so? Nee, einmalig. Ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz auf unsere Let's Play Map. Und da zeige ich euch mal, was ich da so gebaut habe. Und dann schauen wir weiter. Bis gleich. So, da wären wir jetzt wieder bei der Karte, die ihr auch kennt, wo ich ja meinen Schwimmbad betreibe. Und damit ich mal ein bisschen finanziell besser dastehe, habe ich hier unten mal einen Bauernhof hingestellt und hier die Lebensmittelfabrik angeschlossen. Da fahren halt hier die Kollegen hier vorbei. Und wie ihr seht, ich habe die Assets noch nicht weggenommen. Das war das Schnellbau-Ding. Das ist eine Linie hier, die da einfach von links nach, von rechts nach links fährt. Und dann das gleiche hier rüber. Und bringt es hier nach Yangon, damit wir einfach hier mehr Fahrgäste haben. Wenn ihr euch das da mal anschaut bei den Diagrammen, als ich damit angefangen habe, waren wir halt irgendwo bei den 200. Und jetzt sind wir halt. Wo sind wir jetzt genau? 656. Weil die Züge hier halt de facto keinen Gewinn gemacht haben. Also jetzt machen sie schon mehr Gewinn. Das heißt, die Stadt hat jetzt eine Industrie. Die Stadt, die nicht. Die schon. Ja, das erstmal zu dem. Ich möchte es dann ein bisschen anders machen. Also, dass da irgendwie wie ein Zug fährt von irgendwo weiter her oder so. Oder dass wir hier einen Güterbahnhof machen. Das ist erstmal so eine temporäre Solution. Was ich auch gemacht habe, ist da hinten bei dieser kleinen Industrie, da habe ich ebenfalls die großen hier einbaut. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen neuen, was ich gebaut habe. Nämlich, ich wollte ja hier elektrische Güter haben, hier für Jakarta, damit wir hier Benzin haben. Und ich habe den Bahnhof hier ein bisschen erweitert. Das ist jetzt nicht komplett schön. Also hier fahren Trams rein. Ich habe hier ein Gütergleis hinzugefügt mit einem kleinen Verlad. Ich muss das hier noch ein bisschen ausdekorieren. Das ist erst mehr so, ja, eher so zweckmäßig mit dem alten Stellwerk, was hier steht. Ich weiß, da hinten haben wir eigentlich ein modernes. Das steht jetzt einfach hier. Mein Job ist jetzt noch, das Ganze hier auszudekorieren. Und dass wir hier irgendwie eine Trennung hinkriegen zwischen Personen und Güter. Und dann geht es hier hinten raus. Und da dachte ich mir, das machen wir jetzt erstmal zweigleisig und nicht viergleisig. Ich denke mal, der Vorplatz hier sieht eigentlich ganz okay aus. Und da geht es dann hinten weiter. Alles voll elektrifiziert. Dann eine Industrie vorbei. Und momentan geht hier noch ein Stich geradeaus weiter, denn ich will da irgendwann mal hier die Stadt da hinten anschließen. Ich glaube, da werde ich hier mal einen Tunnel machen. Oder ich mache hier Terraforming, aber das wird dann teuer. Dass wir dann hier einen elektrischen Zugbetrieb haben zwischen Jakarta und Shenyang. Braucht es aber erstmal ein bisschen mehr Geld. Jedenfalls, unsere Güterlinie geht hier nach rechts weiter. Hat ein, zwei Kurven drin. Und da ist mein erster Güterzug.
ist jetzt momentan noch eine E04, damit die halt hier mal ein bisschen schneller fährt. Ich wollte hier eigentlich die Schweizer Lok reinknallen. Wo ist sie denn? Elektrisch. Die AE814. Die kostet aber, also einerseits kostet sie 23 Millionen und dann hat sie einen Unterhalt von knapp 4 Millionen pro Jahr. Und das ist ziemlich teuer. Ich hatte sie mal ganz kurz drin, aber die hat dann halt richtig viel Verlust gefahren. Und da zum Beispiel hier mit der geilen Verkleidung. Und der 11852. Ich meine, ich kann mal ganz kurz cheaten. Ich würde dann halt eh nicht speichern diesbezüglich. Geben wir uns jetzt mal richtig viel Geld und schauen uns mal die große Lok hier mal an. So, Klick hier, hinzufügen. Oh, das sieht schon geil aus. Hier steht ja jetzt aktuell nicht betriebsfähig im Museum. Hat ja mal einen Brand. So. Oje. Oje. Na komm. So. Ja, also die hätte ich jetzt schon gern am Rumfahren gehabt. Na, ja, geil. Ja, und das Ganze geht da hinten zu dieser Industrie hin. Ich will es nicht komplett gerade machen, da sind immer ein paar Kurven hier so drin. Und da habe ich diesen Bahnhof ein bisschen ausdekoriert mit den Teilen hier. Und habe da hinten noch ein ganz kleines Mini-Depot hinbasteln. Wo man sagen kann, okay, für den kleinen Anschluss hat man hier ein paar Abstellgleise hier drin. Das ist das Stellwerk dazu. Steht auch fett drauf. Und da hinten eine Häuschen, wo man die drei oder mehr Loks abstellen kann. Mit so einem kleinen Anbau. Und ja, ein bisschen gerüppelt da. Bisschen schön dekoriert, ein paar Gebäude hier drin. Das ist jetzt natürlich keine Schönbau-Glanzleistung. Also ganz so gar nicht, das ist mehr einfach, aber da muss ich jetzt noch ein paar Stunden hinsetzen und das basteln. Und wenn das dann fertig ist, zeige ich euch das, glaube ich, in der nächsten Episode. Aber das ist so der Stand jetzt gerade. Was Schönbau braucht. Und vor allem habe ich da oft so meine kreativen Blockaden, weil ich dann nicht weiß, wie es weiter ausbauen soll. Aber ihr seht es, wo es ungefähr in welche Richtung das hingeht. Also das werde ich jetzt auf jeden Fall noch ausbauen, dass es hier wirklich viel schöner ist. Und das hier, ein bisschen nachvollziehbar, ist eigentlich so den ganzen Bereich hier. Und ja, mal schauen. Dann genau, wie steht mal die Strecke noch da hinten an als nächstes. Und dass man halt hier ein bisschen mehr Output haben, also beziehungsweise, dass die Stadt hier wächst. Also ich habe mir auch überlegt, ob ich diesen Natural Growth Mod wieder aktiviere, dass die Stadt mehr intensiver wächst, wenn man sie da beliefert, dass das nicht ganz so langsam ist. Aber dann habe ich das Problem, dass wieder extrem viele Leute befördert werden müssen. Muss ich mal überlegen, aber das ist so Stand jetzt. Ich hoffe, die Episode hat euch so grundlegend erstmal gefallen. Jetzt haben wir so einen kleinen Vorschau von den Bauprojekten gesehen, die ich jetzt da gerade am machen bin. Plus die neuen Sachen aus dem Deluxe Upgrade und Early Supporter Pack zu gibt. Und ja, wenn es gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr Mitglied vom Lion Squad hier auf YouTube werden. Da seht ihr die ganzen Videos weit im Vorhinein, bevor es für alle rauskommt. Bleibt gesund und bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.